Okay, du machst kurz die Anmod und dann hältst du dich in einer Dreiviertelstunde zurück. Genau, okay? Ich sag nur ganz kurz guten Tag, damit die Leute wissen, dass sie jetzt nicht wieder im erotischen Podcast, sondern im Golf-Podcast angekommen sind. Und dann geht's los, wenn ihr damit okay seid. Ja, ist in Ordnung. Tee Time, der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski und Golfprofi Florian Fritsch. Und wir nehmen diese super duper neue Folge tatsächlich einen Tag nach den Masters in Augusta auf. Es ist Montagnachmittag deutscher Zeit. Mittlerweile wissen wir auch alle, wer die Masters gewonnen hat. Darüber wollen wir heute auch gar nicht groß sprechen. Aber, lieber Flo, wir bleiben thematisch tatsächlich im selben Land, muss man ja sagen. Und wer das letzte Mal aufmerksam zugehört hat, weiß in diesem Moment, sie haben es geschafft. So könnte man es eigentlich titulieren, oder? Ja, es war schon gar nicht so einfach. Hallo Jens, grüß dich erst einmal. Ich meine, wir haben hier mit ein bisschen Zeitverschiebung zu tun. Ja. Als ich damals noch an der Ostküste der USA lebte, waren es nur 6 Stunden. Ich glaube, jetzt sind es ein bisschen mehr. Aber dazu wird er uns gleich selber was sagen können. Und ich glaube, soll ich ihn ankündigen oder machst du das? Warte. Wenn wir jetzt schon mal zum allerersten Mal in der zweijährigen und plus ein paar Tage Geschichte von Tee Time, der Golf-Podcast, aus deutscher Sicht, wenn wir zum allerersten Mal wirklich live mit einem Spieler der US-PGA-Tour, also noch nicht ganz, aber fast, also mit einem Spieler, der in Amerika die deutsche Fahne vertritt, sozusagen, sprechen dürfen, dann können wir einmal in dieser Karriere dieses Podcasts diesen Knopf hier drücken. Pass mal auf. Tee Time, der Golf-Podcast. Der Stargast der Woche. Wir freuen uns wie ein Schnitzel, dass er uns zugeschaltet ist. Herzlich willkommen in Tee Time, der Golf-Podcast. Stefan Jäger, grüß dich. Danke, Jungs. Ja, ich freue mich drauf. Servus, grüß dich. Wo erwischen wir dich gerade? In Vegas, stimmt es? Nee, Vegas bin ich noch nicht ganz. Da fliege ich morgen in der Früh erst hin. Ich bin jetzt an meinem Balkon zu Hause in Chattanooga, also auf der Ostküste. Sitze hier bei 18 Grad in der Sonne, also ist nicht schlecht. Ja, kann man aushalten, nicht so übel. Geht, ja, das geht. Dort hast du auch studiert, ne? Kann das sein? Da habe ich studiert, da war ich auf der Highschool, also ich habe dann so ein Austauschjahr gemacht hier vor längerer Zeit, also 2006. Bin das zweite Jahr dann auch hier geblieben und habe studiert und habe dann so das meine Heimat gemacht, meine zweite Heimat hier in Chattanooga. Okay, was hast du denn studiert? Golf. Das ist gar nicht so schlechte Antwort, Stefan. Als ich damals nach South Carolina ging, hat der damalige Senior zu mir gesagt, du pass auf Flo, im College Golf gibt es 3 Gs. Ja, du hast Golf, genau. Grades und Girls. Du kannst aber nur 2 von den 3 machen. Alle 3 gleichzeitig gehen nicht. Und bei dir war es anscheinend... Boah, da wüsste ich, hätte ich sofort gewusst, was ich will, Jungs. Eieiei. Was war's bei dir, Stefan? Ich hätte nach South Carolina gehen sollen oder so. Ja. Du, ich war Psycholog, also ich sage Psychologie studiert für 4 Jahre. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe das jetzt nicht als Lebenswandel genommen. Da ein Freund von mir, also das war ein Senior, als ich ein Freshman war, und der hat gesagt, du, das ist ziemlich einfach. Ich habe da auch viele Aufsätze da, die ich schon geschrieben habe, und dann sage ich so, ja, das probieren wir mal. Und ich muss ehrlich sagen, es war ziemlich interessant auch. Also ich habe viele Klassen auch gehabt, wo das eigentlich so, ich sage es mal, Sportler, nicht nur als Golfer, als Sportler, sehr interessant war und ich auch ein bisschen was gelernt habe. Also so sagen wir es jetzt nicht, dass da meine Eltern zuhören und denken, jetzt haben wir die 4 Jahre umsonst darüber geschickt. Aber ich sage jetzt mal, klar war ich, nachdem ich im College war, dann schon direkt auf Pro-Golf. Und ich sage jetzt mal, wenn das nicht, ich hatte eigentlich nie so wenn es nicht klappt, dann machen wir was anderes. Also da habe ich nie irgendwie so die Gedanken gehabt. Also bei mir war es immer schon Pro-Golf und
wenn es nicht funktioniert, probiere ich weiter, verstehst du? Du bist ja wahrscheinlich rübergegangen, du hast ja gesagt Highschool, ne? Du hast ja dann wahrscheinlich drüben die 12. Klasse gemacht, oder Stefan? Genau, also ich war in der 11., also ich habe die 11. Klasse Austauschjahr gemacht und der Plan war eigentlich wieder zurückzukommen nach dem einen Jahr, das Abi fertig zu machen. Also das wäre genau meine Frage gewesen, Stefan. Deine Eltern schicken dich rüber in den Glauben, ja, dann soll der Bub da einfach mal so 4-5 Monate drüben sein, ein bisschen Spaß haben, das passt schon. Dann kommt er wieder nach Hause und dann ist er bei uns in München. Und jetzt bist du seit keine Ahnung wie vielen Jahren in den USA. Bereuen das deine Eltern oder sagen die total cool? Also ich sage jetzt mal, ich glaube, die ersten paar Jahre waren dann schon ein bisschen, ja, kommt er wieder rüber und ich glaube, also wir hatten immer schon so ein bisschen einen Plan mit College Golf, also diese 4 Jahre, weil man hat halt in Europa, das kann man halt einfach nicht vergleichen. Also wenn du hier im College spielst und bist in einer guten Uni, ich meine, du spielst gegen die besten Spieler der Welt eigentlich. Ich meine, jeder gute, Spieler auf der US Tour, nicht so viel in Europa, aber der US Tour, die waren alle im College, mindestens 1 oder 2 Jahre. Und da haben wir uns schon gedacht, also wir machen jetzt mal das Jahr Auslandsjahr, dann mache ich die 2 Jahre Abitur dann fertig und dann geht rüber in die Uni. Aber ich habe mir das nach dem ersten Jahr gedacht, du, ich habe eigentlich nur noch ein Jahr hier und in Deutschland habe ich 2. Dann habe ich gesagt, ja du, da brauche ich ein Jahr weniger machen. Und habe das mit meinen Eltern so besprochen und da war schon damals schon ein bisschen klar, du, der will jetzt Golf spielen, lass mal das jetzt so machen. Und es war halt einfacher, diese Scholarships irgendwie, dass du dich da College-Coaches da irgendwann halt spielen sehen und was weiß ich. Also es war dann auch ein bisschen einfacher, hier zu bleiben das zweite Jahr. Über deine Karriere sprechen wir jetzt gleich noch weiter. Normalerweise sind wir in Tee Time ja oftmals auch zu dritt. Ein Kollege lässt sich entschuldigen, hat sich's aber nicht nehmen lassen, dir persönlich hier quasi noch eine Sprachnachricht zu hinterlassen. Ich rede von Bernd Ritthammer. Und wir hören es uns einfach mal unkommentiert an, was er da geschickt hat, okay? Gerne. Ja, lieber Jens, lieber Flo und lieber Stefan, schön, dass ihr alle heute zusammenkommt. Leider doch ohne mich. Ich bin zwar noch zu Hause, aber ich muss morgen früh los auf einen 3 Wochen Turnierstretch. Und habe heute noch so einiges zu erledigen, PCR-Test machen, leider auch auf eine Beerdigung und heute Abend dann nochmal kurz Familienzeit. Deswegen kann ich nicht dabei sein, aber ich bin mir sicher, ihr schafft das ohne mich. Stefan, erst nochmal hier über Voicemail, herzlichen Glückwunsch, coole Sache, Junge, und freue mich für dich, dass du bald wieder, ja, wie kann man es sagen, um die große Kohle spielen darfst, sind wir doch mal ehrlich. Und ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, aber es gehört auch dazu. Ich habe ein paar Fragen, Stefan. Erstens, also ich nenne dich natürlich nach wie vor Sammler. Also Sammler. Meine erste Frage ist, gibt es eigentlich sonst irgendjemand auf der Welt, der dich auch noch Sammler nennt? Oder ist es echt nur so ein Bernd Ritthammer-Ding? Und wenn dem so ist, wie wirst du in Amerika genannt? Nennen die dich da Hunter oder nennen die dich Gatherer? Das war noch nicht der Hammergag, der kommt jetzt dann auch noch gleich. Aber alles in allem wünsche ich euch eine schöne Podcast-Folge. Ich habe natürlich noch einen Hammerwitz. Wie nennt man einen kleinen Türsteher? Sicherheitshalber. Und mit diesem Witz entlasse ich euch wieder in eure Folge. Ich wünsche euch viel Spaß und hoffe, ich kann bald wieder dabei sein. Meine Skisachen sind im Kofferraum. Es ist alles gepackt, um morgen nach Österreich aufzubrechen. Es wird, entschuldigt die Ausdrucksweise, arschkalt mit Schneeregen und allem. Also ich bin gespannt. Wird sicherlich eher ungemütlich. Aber wie hat irgendein berühmter Golfer mal gesagt, wenn wir Geld dafür bekommen, spielen wir auch auf dem Flugplatz. In diesem Sinne, macht es gut. Bis bald. Ciao. Jäger und Sammler, logischerweise deinem Nachnamen wahrscheinlich irgendwie gewidmet, aber ist es ein Begriff, der weltweit mittlerweile gilt oder ist es so ein Ritthammer-Ding? Na, das ist nicht nur Ritthammer. Ich glaube, das hat angefangen im Bayerischen Golfverband mit Igor.
Ich glaube, also ich war ja mit dem Bernd vor 100 Jahren im Bayerischen Golfverband, also als Jungen. Und der Igor hat es angefangen irgendwann, Jäger und Sammler, wie man es so sagt. Und ich glaube, dass, ich sage jetzt mal, 3 oder 4 Leute nennen das. Also der Bernd, Igor und noch ein paar, ich glaube, Jungs, die mit denen wir gespielt haben vor ich sage jetzt mal 2003 oder 4. Aber das hat sich jetzt nicht auf die auf den amerikanischen Freundeskreis, ich sage jetzt mal, rüber geschickt, weil die, also ich sage jetzt, da ist eher Jägermeister oder nur Jäger, weil die finden diesen Namen ziemlich geil hier. Stefan, und wenn du wahrscheinlich mal einen Drei verlädst, dann nennen sie das auch eine Jägerbomb, oder? Die Jägerbomb, genau, den habe ich auch schon gehört. Also ich habe Jägermeister, Jägerbomb, also hört man schon öfters auf Turnieren, wenn da mal ein bisschen Bier fließt. Verstehst? Aber die Amerikaner finden Bayern sowieso ziemlich cool, oder? Ah, super. Also das Oktoberfest und was weiß ich, Bayern, München, ich sage jetzt mal die großen Sachen, die man so von Bayern weiß. Ich war schon beim Oktoberfest und warst du schon mal, und Bayern, München und was weiß ich, das lieben die. Und jeder, der schon mal in Bayern war, sagt natürlich, du, super, München, geile Stadt, und vom Wetter her ist natürlich im Sommer bei uns schon ziemlich gut. Ich hatte noch keinen gesehen oder keinen kennengelernt, wo er gesagt hat, du, München hat mir überhaupt nicht gefallen oder Bayern hat mir überhaupt nicht gefallen. Das wäre ja auch extrem verwunderlich, oder? Ich würde mal sagen, wenn du München gesehen hast und Bayern, dann brauchst du eigentlich nirgends anders mehr hingehen. Ja, würde ich auch sagen. Ich finde es sowieso mittlerweile sehr erstaunlich, dass wir in diesem Podcast eigentlich fast nur mit Bayern zu tun haben. Ich als einziger Schwabe und Stuttgarter habe es hier echt nicht so leicht, um das an der Stelle auch nochmal rauszuhauen. Aber ich bekomme mittlerweile viel Post über Instagram und so, wo viele sagen, ach komm, ladet doch mal jemand aus Niedersachsen ein oder so. Wir haben doch auch noch hier Golf. Also wir können auch. Ja, wie versteht da keiner? Ja, da muss man halt übersetzen oder so. Gibt ja mittlerweile Hilfestellung von allen Seiten und so weiter und so fort. Ich muss auch eigentlich sagen, mein Bayerisch ist jetzt auch nicht mehr so sensationell. Oder Deutsch. Also ich sage jetzt mal, da werden auch manchmal sagen, du, was kann der überhaupt kein Deutsch mehr sprechen? Aber wenn man seit 16 oder 15 Jahren in Amerika ist und nur mit den Eltern einmal die Woche spricht, ist dann natürlich auch schwierig, da das Deutsch besser zu sprechen. Können, verstehst du? Aber Lob an dich, du kriegst wenigstens die Sätze zu Ende. Ich kann mich erinnern, als ich damals nach meinen 3 Jahren USA zurück nach Deutschland kam, ich habe die Sätze nicht mehr beenden können. Ganz schlimm, ganz schlimm. Ich hatte einen englischen Satzbau, hab dann irgendwas angefangen und dachte so in der Mitte, du kriegst es jetzt nicht zu Ende. Du kriegst es nicht zu Ende. Die Wörter kommen nicht raus, ne? Also was ist denn das ist hier das Wort? Ganz schlimm, also ist einfach so, glaube ich. Es ist das bei jeder Sprache so, verstehst? Das ist richtig, das ist richtig. Du, habe ich da richtig gesehen, World Golf Ranking 157 aktuell? Kann das sein? Nach dem Gewinn in Florida waren wir 58. Ich weiß nicht, ob jetzt diesen Montag ich mit eine besser geworden bin, wäre nicht schlecht, ja. Aber ziemlich, ich glaube, das höchste in meinem Leben jetzt, war gut. Sind wir auf einem guten Weg jetzt. Ja, du Drecksau bist jetzt ein bisschen besser als mein All-Time-Best. Mein All-Time-Best war 215. Okay, ja, auch nicht schlecht. Aber ich habe natürlich mir die Mühe, ja, das ist in Ordnung. Ich habe mir natürlich auch die Mühe gemacht, mir dein Preisgeld anzuschauen und wenigstens da bin ich noch vor dir. Ja? Das reicht für 2-3 Maß mehr, gell? Ja, richtig, so schaut's aus. Aber ich glaube, wenn du jetzt dann demnächst, also ich glaube, das wird nicht lang dauern. Ich glaube, da muss noch einmal irgendwie so 57. werden mit einer 75 am Sonntag und dann hast mich da auch schon wieder überholt, gell? Aber von daher, wenigstens, weißt du, daran klammere ich mich noch so ein bisschen. Du bist jetzt zwar deutlich besser als ich auf der Weltrangliste, aber. Du hast jetzt die Web.com und die PGA Tour zusammengerechnet, hoffentlich, ne? Nee, habe ich natürlich nicht. Ich habe nur die PGA Tour genommen.
Da-dum. Schade, dass ich den Traum da so ein bisschen in... Ja, das ist richtig. Da hast du vollkommen recht, aber jetzt könnte ich ja fast kontern und sagen, naja, ich könnte ja auch noch bei mir die Challenge-Tour mit reinrechnen. Jetzt ist es aber so, dass unser Challenge-Tour-Preisgeldniveau ist ungefähr auf dem Niveau von dieser Kaktus-Tour. Genau, richtig. Und selbst die hat noch ein besseres Preisgeld. Ja, schade eigentlich, ne? Wie ist denn der Unterschied? Also Korn Ferry, die Korn Ferry Tour ist ja quasi die Challenge Tour der European Tour, right? Also die zweite Liga sozusagen übersetzt. Zweite Liga der PGA Tour, genau, ja. Ja, wie ist es jetzt? Also dein letzter Sieg, können wir drüber sprechen, kann immer eher sowieso jeder nachgucken. Ja. Was ist das an Preisgeld gewesen? Kannst nachschauen, wenn du willst, ja, genau. Guck mal kurz aufs Konto. Also wir haben zwischen unsere Purse, also unser ganzes Preisgeld für das ganze Turnier ist zwischen 500 und 800. Das für einen Sieg kriegst du zwischen 99 und 120. 108 war es letzte Woche. Dollar natürlich, ne? Ja, kann man mitarbeiten, ja. Ist okay. Also ich sag mal, wenn du ein gutes Jahr hast auf der Korn Ferry, machst du ungefähr im Jahr zwischen 250 bis zu 400.000. Ich meine, Flo, ich brauch dir nichts sagen, du brauchst ungefähr 100, um das ganze Jahr mit Caddy und was weiß ich, an Expenses und was weiß ich, Hotels und Flüge und bla bla bla. Bei dir liegt keine Flüge, aber geil, bei dir ist ein bisschen Benzin mal ein bisschen mehr früher. Maut, Benzin, Fähren, ja. Genau, Fähren und was weiß ich alles. Aber ich sage jetzt mal, wenn du gut spielst, kannst du ein gutes, gutes Leben leben. Aber ich meine, wenn du das mit der Challenge-Tour vergleichst, dann kriegst du bei der Challenge, glaube ich, 25, 30, oder? Ja, genau, sowas in der Art, richtig. 25.000 bis 30.000 Euro, da seid ihr natürlich mindestens das Dreifache. Aber das ist auch absichtlich bei uns in Europa. Also bei uns in Europa wird es auch absichtlich gemacht, weil unser ehemaliger Challenge-Tour-Direktor hat irgendwann mal gemeint, er will nicht, dass sich Leute auf der Challenge-Tour ausruhen, sondern er will sie quasi durch das Geld zwingen, auf die European Tour aufsteigen zu müssen. Ja, bei euch ist es jetzt aber nicht so, weil wie du ja gesagt hast, wenn du einfach nur so dein Ding machst auf der Korn Ferry Tour, dann könnte man davon ja auch einigermaßen leben. Deswegen so ein bisschen die Frage an dich, das, was er befürchtet, tritt das tatsächlich ein oder will jeder von der Korn Ferry Tour auf die USPGA Tour? Na, also ich sage jetzt mal, wenn ich zwischen 200 und 300 oder 250, das ist ein richtig gutes Jahr. Ich meine, dann bist du das nächste Jahr auf der PGA Tour. Wenn ich jetzt sage, 75., der gerade so noch eine Karte hat auf der Korn Ferry Tour, macht vielleicht 80. Okay. Ich meine, mit 80.000 im Jahr mit den ganzen Expenses macht zwar nicht viel Geld. Ne? Also bei uns ist genau das Gleiche, bei uns haben die das Geld genau das Gleiche gesagt. Die wollen nicht, dass du 400.000 oder 500.000 Euro oder Dollar im Jahr machst und sagst, ja, das passt ganz gut, ich bleibe jetzt einfach hier. Wir können ganz einfach diese Purses auf eine Million raus. Und jede Woche kriegst du für einen Sieg 200 oder 180.000 und der letzte Platz kriegt 5.000. Aber deswegen machen die das nicht, weil die wollen, wie bei der Challenge Tour auch schon gesagt, nicht, dass da Leute sich einfach da ein bisschen hinterlehnen und sagen, du, das passt mir ganz gut, da muss ich nicht gegen, was weiß ich, Dustin Johnson und Tiger Woods spielen. Ich mache da meine paar hunderttausend pro Jahr und freue mich da drauf. Aber wenn du ein gutes Jahr hast, ich meine, da kannst du schon ein bisschen Kohle machen, aber dann bist du auch auf der Tour das nächste Jahr, verstehst du? Also das ist jetzt mal eine ganz dumme Frage, wie viel kostet denn so ein Jahr auf der Korn Ferry Tour? Kannst du das beziffern? Wie gesagt, also es kommt natürlich drauf an, wie gut dein Jahr ist, weil die größte Expense, die du hast, ist der Caddy. Weil ich meine, das sind 10% von was du machst. Also ich sage jetzt mal zwischen, wenn du super billig bist, 70 und wenn du ganz normal wohnst, 100 bis 150. Oida, das sind ja fast schon Zahlen, die wir auf der European Tour haben.
Ja, Mai, es ist. Ich möchte dann gar nicht wissen, was auf der PGA-Tour los ist. Ja, also da kannst du. Also, meine Expenses auf der. Also im zweiten Jahr waren. Und ich habe, glaube ich, 700.000 oder 800.000 Dollar gemacht da dieses Jahr. Waren 200. Was weiß ich nicht, 230 oder sowas. Heute. Und das Problem ist, dass du zum Beispiel jetzt. Nur als Beispiel, wenn ich jetzt nach Napa fliege, Napa Valley in Kalifornien, ja. Da ist das billigste Hotel in Napa für die Woche sind 350 Dollar die Nacht. Na. Das heißt, da habe ich schon mal, ich sage es mal, die Nacht. Ich meine, das ist Kalifornien und das ist das Turnier, da sind die voll. Also, ich meine, was willst du machen? Du kannst nicht eine Stunde da wegwohnen, wenn du jeden Tag ein Turnier spielst. Aber das geht schon dann wieder hoch. Oder Mayakoba, wenn wir in Mexiko sind, das billigste Hotel in Mexiko ist dann 200, was weiß ich, 20 Dollar die Nacht. Plus, was weiß ich, jeden Tag Resort-Fee und was weiß ich. Also, es ist schon mehr. Aber ich meine, ich würde mich jetzt da nicht aufregen, weil wenn du 40. bist, machst du 32.000 Dollar. Also ich meine... Ja, genau. Ist ja alles relativ am Ende. Ist alles relativ. Und lieber wohne ich in einem scheinen Hotel, wo ich da keine Probleme habe beim Fahren und was weiß ich. Ich sage mal, manchmal musst du ein bisschen Geld ausgeben und Geld zu machen, verstehst du? Und das ist so ein bisschen das Motto auch. Du musst da ein bisschen, wenn du das alles gechillt angehen lässt und sagst, so, dann muss ich jetzt einfach mal in den Geldbeutel rein diese Woche, spiele ich halt einfach besser, verstehst du? Also das ist immer so beim Golf, das der Ausweg, verstehst du? Ja, lass uns doch nochmal weiter reingehen in diesen Vergleich zwischen Europa und USA, den finde ich jetzt eigentlich ganz spannend. Weil wenn Bernd und ich über USA reden, dann haben wir natürlich auch so unsere Klischees und unsere Vorurteile, die wir teilweise nicht besser kennen, weil wir selber noch nie drüben gespielt haben. Und da heißt es, die bösen Amerikaner sind alles solche Individualisten und viele Europäer, die rübergegangen sind, sind auch wieder zurückgekommen und haben gesagt, boah, das ist mir einfach viel zu viel Wettbewerb und die sind viel zu hart drauf und da gibt es ganz wenig Friendship und alles ist eher so oberflächlich. Ist das so? Ich sag jetzt mal, auf der PGA-Tour mehr als auf, was weiß ich, die kleineren Tours oder die Corn Ferry Tour jetzt. Aber ich habe da eigentlich überhaupt gar kein Problem damit, weil das ist, ich meine, das ist die größte Tour auf der Welt und das sind, ich sage jetzt mal, du hast die Top-Spieler in der Welt, die meisten Top-Spieler in der Welt spielen da. Klar, es ist auch ziemlich, ich meine, jeder will gewinnen, jeder will besser werden, jeder will jede Woche, ich sage jetzt mal, gewinnen und bei Majors gewinnen und da ist jetzt nicht viel auf der Range mit, ah ja, wie geht's der Frau, bla 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 bla, Kindern, was weiß ich, klar gibt's da Freunde, aber ich bin auch eher einer, der, wenn ich auf der Range spiele oder am Puttinggrün bin, am Mittwoch oder am Dienstag, so, ich will da mein Zeug machen und dann gehe ich nach Hause. Also ich meine, wir können gern zum Essen gehen am Abend und da können wir über alles sprechen, aber wenn ich auf dem Golfplatz bin, trainiere ich dort. Und es ist auf alle Fälle anders. Also ich sehe das auch, man sieht es ja auch ein bisschen am Ryder Cup. Ich meine, warum die Europäer da als Team ein bisschen über die letzten, sag ich mal, 20 Jahre besser waren als die Amerikaner. Weil ich glaube, die haben da so ein bisschen mehr dieses Team-Feeling als so dieses individuelle Feeling, auch jetzt machen wir jetzt mein Ding und der Nächste ist mir eigentlich egal, was der macht, verstehst du? Und das ist, ich finde es jetzt nicht schlimm, ich meine, wenn du jetzt in anderen Sportarten machst, dass das keine Team-Sportarten sind, ich sage jetzt mal Tennis oder ja, was hat man denn noch in Deutschland, wo du kein Team spielst? Ich glaube, du hast halt in Europa eher diese Teamsportarten wie Fußball und Handball und Eishockey und sowas, wo du als Individueller auf andere so ein bisschen dich anlehnen kannst. Und beim Golfen kannst du es nicht. Und deswegen glaube ich, ist es hier ein bisschen, ich sage jetzt mal,
ich mache jetzt mein Zeug und der Rest ist mir eigentlich egal, was die anderen machen. Ja, schon klar. Dann das nächste Vorurteil, das wir haben. In den USA geht es immer nur darum zu ballern. Ja, man muss überhaupt nicht taktisch spielen, man muss überhaupt nicht strategisch spielen. Die Plätze haben eine viel geringere Anforderung. Es geht immer nur darum zu zünden, nach vorne zu ballern, Birdies und Eagles machen. Stimmt das? Ich sage jetzt mal, ich glaube das. Mr. 58. Ja, Mai. Ja, Mai, passiert halt mal, gell? Du bist halt aufgestanden, aus der Müsli gegessen. Ja, müssen wir kurz vielleicht alle abholen, die Story vielleicht unter Umständen nicht kennen. Also, du hast tatsächlich, du bist zum ersten Mal derjenige gewesen, der auf einer amerikanischen Profitour die 58 tatsächlich geschossen hat. Leider hat aber dieser Rekord nur 10 Tage gehalten. 10 Tage, ich glaube noch. Ne? Wann bekommt Jim Furyk von dir eine Watschen dafür? Ich war ganz lustig eigentlich, weil wir haben uns, ich glaube, 3 oder 4 Monate nachher waren wir in Jacksonville beim Turnier. Und dann waren wir in, die haben wir, also seine Frau und er haben ja diese riese Foundation mit wo die Kindern helfen und was weiß ich alles. Und da haben wir uns kennengelernt. Dann sage ich so, du, ganz, also nett auch, sage ich so, du weißt schon, dass ich der Erste war, ne? Zum Tim Furyk. Ich meine, das ist Hall of Famer, weißt du, hat ungefähr 60 Millionen gemacht auf der USPGA Tour. Aber er hat so ein bisschen gelacht und hat gesagt, ja, war halt einfach mein Tag an dem Tag. Aber es war ziemlich lustig. Es ist wie so ein bisschen, wenn man das sieht, dass das geht oder dass man das machen kann, ist immer so in jeder Sportart so, ja, also das kann ich jetzt machen, warum kann ich das nicht machen, verstehst du? Und das war ziemlich, ich sag mal, für mich war das nicht so super, weil ich meine, jetzt das erste Mal gemacht hat und dann 10 Tage später kommt er hin und macht ein Birdie an der 18. Aber so, wenigstens habe ich Turnier gewonnen, verstehst du? Und er hat, glaube ich, Zweiter oder Dritter geworden. Sehr gut, sehr gut. Aber das bringt uns dann so ein bisschen zurück zur Frage, sind diese Scores in den USA möglich, weil die Plätze so viel einfacher sind oder weil ihr tatsächlich bessere Golfer seid? Ich glaube, dass du in Europa, wie wir vorher schon gesagt haben, das Wetter ein bisschen mehr ein Faktor ist. Ich glaube, dass du, wenn du in Großbritannien bist oder mal irgendwo, wo es ein bisschen das Wetter ein bisschen schwieriger ist, ich meine, das ist bei jedem, es ist egal, in welcher Tour du bist, werden die Scores höher. Ich glaube, dass da, ich sage es von den Golfern her, ich glaube einfach, dass die Top-European-Tour-Spieler sind genauso gut wie die Top-US-Spieler. Ich glaube, dass in der US-Tour ein bisschen, ich sage jetzt mal, tiefer geht von wegen, weiß ich nicht, da sind vielleicht ein paar mehr, wo du sagen, so, die können jetzt da jede Woche mal, jeder kann mal 7, 8, 9, 10 und kannst auf der European Tour auch machen. Aber ich weiß, ich habe noch nicht genügend auf der European Tour gespielt. Ich habe jetzt nur in Eichenried ein paar Mal gespielt. Ich habe in Bad Griesbach gespielt. Bad Griesbach fand ich persönlich ziemlich, ich fand es nicht so einfach. Eigentlich ein ganz guter Platz vom, ich glaube, das war der Beckenbauer Golfplatz. Oder ja, richtig. Den wir in Bad Griesbach bei der Porsche gespielt haben. Du siehst es schon, also ich meine, die Fairways sind ein bisschen enger und Raff war da eigentlich auch immer dort. Ganz schwierig zu sagen, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass in den letzten paar Jahren, das, was halt dieser Bryson jetzt ein bisschen versucht, da diese Golfplätze über zu powern, weiß ich nicht, ob das so anhängt, weil ich glaube, dass die Golfplätze einfach die Grüns härter machen und die Fairways kleiner. Und wir werden sehen. Also ich habe jetzt da nicht auf einmal angefangen, da 30 Meter länger zu werden zu wollen. Ist nicht mein Spiel, ist nicht mein, da habe ich den Körper nicht dafür, verstehst du? Ich bin 1,72. Ich meine, da ist irgendwann auch mal aus, von wegen, wie weit ich den Ball schlagen kann. Wie weit haust du denn den Ball? So Sammler, einer, Sammler, wie weit haust du denn den Ball vor? Was hast du denn da? Also ich sage jetzt mal, bei 20 Grad zu Hause zwischen, also Ballspeed ist 100,
172, 175 Meilen. Das ist doch gut. Weiß nicht, was der geht. 300, das ist doch gut. 95 ist lang genug, sagen wir so. Ist lang genug. Ich bin jetzt nicht einer, der jetzt ein bisschen, ich bin better than average, sagen wir mal so, wenn man das so als die Statistiken sind immer ein bisschen schwierig, weil du hast immer ein Loch, wo du dann in der Früh Gegenwind hast und am Nachmittag Rückenwind. Das sind dann gleich mal 40, 50 Meter. Aber ich sage jetzt mal, ich bin jetzt nicht einer, der sagt, oh, ich brauche jetzt unbedingt noch 15 Yards, um da mitspielen zu können. Ich bin lang genug. Ich bin jetzt kein super langer Hitter, aber ich bin nicht kurz, sagen wir so. Ganz einfach. So, Jens, du darfst auch noch mitmachen. So, darf ich auch? Ja, bist du noch da, Jens? Ja, Jens! Ja, schön, dich zu sehen. Ja, ich lag hier gerade so ein bisschen rum. Was ich auch immer interessant finde, wenn man so ein bisschen vergleicht, die Postings, die so stattgefunden haben, rund um deinen Aufstieg quasi zur US-PGA-Tour, da habe ich immer so das Gefühl, in Europa ist man da auch ein bisschen sehr zurückhaltend. In Amerika haut man schön mal hier die Partybilder raus. Wie hast du denn gefeiert? Wir haben ziemlich, ich sage jetzt mal, stark gefeiert am Sonntag. Was ganz gut war, wir hatten ungefähr 25 Leute bei uns dabei in unserer Gruppe, die jetzt entweder, wir haben ein paar Nachbarn gehabt, die die Woche dort unten waren und haben ein bisschen Ferien gemacht. Wir hatten Leute, die wir kannten da unten in Destin. Also wir hatten eine ziemlich große Gruppe Sonntag, die da auch zugeschaut hat und war dabei. Und wir sind in einem, ich sage jetzt mal, in ein Restaurant gegangen mit dieser riesen Glas-Trophy und haben das ein bisschen aufgefüllt mit Bier oder diesen White Claws und haben gefeiert. Das hat auch am nächsten Tag ziemlich wehgetan, muss ich ehrlich sagen. weil ich meine, ich bin jetzt nicht einer, der jedes Wochenende mal 10 Bier trinkt. Ich bin jetzt eher so einer, der mal vielleicht am Abendessen ein Gläschen Wein trinkt und das reicht dann. Das heißt, das hat mir dann auch schon ziemlich weh getan und wir mussten 6 Stunden heimfahren von Florida. Das war dann auch nicht super. Aber es war wirklich, wir haben so viele Freunde da unten gehabt und klar, meine Frau, mein Hund, die ganze Familie war unten und super Abend gehabt, Sonntag. Ich bin dann auch um 11.30 Uhr, glaube ich, weiß ich nicht mehr, haben wir das gesagt, in den Golf von Mexiko reingesprungen mit ganz Klamotten und was weiß ich. Also, ich sage es mal, es war ein guter Abend. Hast du dir auch verdient. Okay, klar, logisch. Sehr schön. Hab ich ein bisschen, ja. Was können wir denn von dir jetzt erwarten in der Saison auf der US-PGA-Tour? Hast du dir irgendwelche Ziele schon gesetzt oder guckst du mal, was kommt? Ja, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Die Ziele habe ich seit Januar, das sind die gleichen. Die haben sich jetzt nicht geändert. Ich sage jetzt mal ein paar, die jeder weiß. Ich habe gesagt, ich will am Ende des Jahres Top 100 in der Welt sein. Und wie jetzt schon, ich sage jetzt mal, ich habe jetzt da schon gut angefangen damit, mit dem Ziel. Und klar, jetzt mit dem zweiten Sieg, klar könnte ich sagen, du, ich will jetzt das nächste Turnier gewinnen. Aber ich brauche jetzt euch nicht sagen, wie schwierig das ist, wenn du nur dann denkst, oh, ich will das nächste Turnier gewinnen, da hast du so ein bisschen vergisst du, was du eigentlich machen musst. Und ich bin da eigentlich, Gott sei Dank, habe ich das jetzt schon einmal gehabt, wo ich zweimal gewonnen habe in dem Jahr und hoffentlich da ein bisschen gelernt davon, dass du einfach, ich mache jetzt mein Zeug weiter, dass ich jetzt das ganze Jahr schon das Gleiche gemacht habe. Und wenn ich am Sonntag wieder eine Chance habe, dann habe ich wieder eine Chance. Ich sage jetzt nicht, dass ich das jedes Mal gewinnen kann, weil es ist einfach nicht so. Das ist beim Golfen nicht so einfach. Aber ich freue mich aufs ganze Jahr. Ich habe jetzt gut angefangen. Ich spiele gutes Golf. Ich mache meine Sachen. Ich freue mich auf die BMW Open im Sommer. Und hoffentlich Olympia dann auch später im Sommer, also das waren so zwei meine Ziele,
Und ich meine, mir geht's gut, meiner Familie geht's gut. Im Moment haben wir wirklich also gar nichts zu uns zu beklagen. Einfach weiter Fuß auf dem Gas und wir werden sehen, wie stark man da diese Saison beenden können. Ja, und so kann man weiterhin sein schönes Glasal Wein am Abend trinken. Was für ein Glasal Wein gibt's denn da immer? Hast du da so eine Flasche, die du gerne magst, oder ist es Hauptsache rot und 14 Umdrehungen? Genau, also rot ist ziemlich wichtig, also weiß bin ich jetzt nicht so Fan. Aber es ist entweder bei mir bleibe ich europäisch mit einem guten Gläschen Barolo, finde ich sensationell. Sehr schön, ja. Oder ganz andere Richtung Napa Cab. Okay, halt da aus Kalifornien dann, ne? Cab ist so mein Ding, wenn du ein bisschen was Volleres willst, aber Barolo ist für mich europamäßig schon ziemlich weit oben. Aber wie gesagt, also ich bin da ist auch immer vielleicht ein Gläschen die Woche. Wir sind jetzt nicht so die großen Trinker jetzt hier. Meine Frau auch fast gar nicht. Also weil mir das einfach, wenn ich am nächsten Tag aufstehe und das kann das einfach nicht mehr. Das ist, sehr gut. Wenn man zu alt jetzt. Menschenskinder, da sind wir mal gespannt. Und wir werden natürlich das auch weiterhin verfolgen. Vielleicht sehen wir uns ja dann auch bei dem BMW Open, wer weiß. Wir müssen jetzt mal gucken, wie sich das hier so alles so entwickelt. Von wegen hier mit, dürfen da Menschen überhaupt, die nicht bei dem Turnier mitspielen, rein und so weiter und so fort. Aber toll, Dankeschön für deine Zeit. Das war großartig, dass es so schnell nach deinem Aufstieg so geklappt hat mit dem Interview. Das dafür vielen, 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 vielen Dank. Ja, danke euch. Also es war, ich spreche natürlich jetzt nicht oft mit deutschen Podcasts und Interviews. Also man will da schon mal die deutsche, ich sage es mal, deutsche Audience da auch dabei haben. Obwohl ich jetzt hauptsächlich in den USA bin, bin ich immer noch Deutscher und habe immer noch meine Familie und würde ich gern dann in der Zukunft auch nochmal machen wollen. Du, ich habe gar kein Problem damit, wenn du, sag ich mal, unseren monatlichen Gast spielen willst. Jäger berichtet aus den USA. Finde ich gut. Mach mal nach dem nächsten Sieg, mach mal nochmal. Also, wie ist das? Das finde ich super. Aber weißt du was, Jens, weißt du, was ich mir gerade so vorstelle, weil der Stefan ja gesagt hat, der will dann wieder zurückkommen und die BMW Open spielen. Dann stelle ich mir mal vor, da wird er dann nicht in irgendeinem Riesenhotel absteigen für 500 Euro die Nacht, sondern da wohnt er schön bei Mama und Papa daheim. Ja, muss dann auch immer schön. Mama, Papa und Witz. Wer mit dem Radler auf dem Golfplatz fahren? Genau, kommst du dann? Weiß ich nicht, aber das werden wir schon sehen. Muss dann schön morgens immer die Semmeln holen und den Müll rausbringen, so wie es sich gehört. Genau. Teller decken. Ja, aber so muss das dann auch sein. Genau. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben bis dato bei solchen Geschichten, wenn wir mit Amerika gesprochen haben, haben wir immer ein ganz gutes Ding, weil du erinnerst dich, Flo, als wir mit Sophia Popov unseren Podcast aufgenommen haben, hat es nur ein paar Wochen gedauert und zack war das erste Major in der Schachtel. Von daher gesehen. US Open ist im Juni, glaube ich. Also, ja, siehst du, perfekt. Also. Dann sprechen wir uns doch im Juni schon wieder. Sehr gut, Stefan, hervorragend. Ja, genau. Danke dir, Grüße nach Amerika, mach's gut, wir drücken alle Daumen und dann versprochen, bis bald. Jens, mal. Wir haben was vergessen. Genau, danke euch. Was haben wir vergessen? Wir haben die Players Playlist vergessen. Ach Gott, gut, dass du sagst. Tea Time. Die Players Playlist. Immer gut, wenn man Chefredakteur Fritsch im Podcast hat. Da passt immer einer auf, dass hier keiner irgendwie irgendeinen Fehler macht. Ja, Stefan, es gibt bei uns die Players Playlist, die ist auf Spotify. Seit Folge 1 bestücken wir diese Players Playlist mit Songs, die wir cool finden, die uns irgendwie beschäftigen, die irgendwie uns im Golf vielleicht auch pushen oder die uns irgendwie einfallen. Was ist aktuell dein Lieblingssong oder an welchen Song erinnerst du dich, den du vielleicht im Auto gehört hast, als du zum letzten Turniersieg oder vom letzten Turniersieg weggefahren bist? Ganz komisch, weiß ich nicht, ob ihr den kennt. Es ist von R.L. Grimes at UCLA. Ist ein bisschen BPM, Elektro, bin ich immer noch so ein bisschen europäisch in der Sache.
super Lied. Hast du richtig so ein bisschen vom Bass und so, ist gut. Also müsst ihr euch mal anhören. Sehr geil, sehr gut. Dann kommt der auf die Players Playlist. Ja. Directly from the USA von Stefan Jäger drauf gedroppt. Super. So, dann mache ich mal weiter mit meinem Lied. Super. Und zwar, ich nehme Nickelback mit When We Stand Together. Wie kommst du denn jetzt auf Schnickelback, Nickelback? Ist doch gut, oder? Ich habe gedacht, ich bringe auch mal ein bisschen Qualität drauf. Nicht immer hier mit alle meine Entchen und keine Ahnung, Helene Fischer. Also. Hey, ich habe festgestellt, wir haben von Michael Jackson noch nichts drauf. Und ich habe mir wieder das alte Album angehört. Meine allererste CD in meinem Leben war nämlich Bad. Und deswegen haue ich Michael Jackson mit Bad auch tatsächlich auf die Players-Playlist in dieser Woche drauf. So, Freunde der Sonne, das soll es gewesen sein. Stefan, wir drücken die Daumen, danken dir nochmal und wünschen dir ein Happy Day in den USA. Danke, Jungs. Bis dann. Ciao, Stefan. Servus. Mach's gut. Genau. Wiedersehen. Ciao. Danke euch. Schreibt uns, liked uns. tea-time.golf. Tea Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time. Tea Time ist eine Produktion von Pod Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.